Der Begriff Netzwerkerkrankung bezieht sich auf die Idee, dass die Funktion des Gehirns bereitgestellt wird durch das Zusammenspiel verschiedener Regionen. Wenn das gestört ist, entstehen Störungen der Bewegung, aber auch der Sprache. Und Sprachstörungen sind ein gutes Beispiel dafür, was entsteht, wenn das Zusammenspiel verschiedener Regionen nicht richtig funktioniert. Wir verbinden damit den Gedanken, dass wir durch die Beeinflussung dieser Netzwerkfunktionen auch neue therapeutische Möglichkeiten entwickeln. Ja, wir haben vor allem gelernt, welche anatomischen Möglichkeiten es gibt, Verbindungen zwischen Hirnarealen und kleinsten Elementen des Gehirns zu untersuchen. Das gelingt heutzutage mit einer Auflösung, die an die Auflösung des Mikroskops heranreicht, selbst wenn man Untersuchungen am Lebenden durchführt. Das waren Vorträge von Frau Professor Amunds und Professor Weißkopf, die uns das gezeigt haben, dass wir die Auflösungsbegrenzung der Kernspintomographie überlisten können und sogar feingewebliche Auflösungen erreichen können. Wir haben dann im Vortrag von Professor Deiseroth gelernt, dass wir mit Hilfe von Licht einzelne Zellen so kontrollieren können, dass wir deren Beitrag zu einer Netzfunktion exakt untersuchen können. Mein persönliches Highlight ist das Präsidentensymposium gewesen. Insbesondere der Vortrag von Professor Deiseroth hat uns gezeigt, was heute möglich ist. Wir können die Funktion einzelner Nervenzellen im gesamten Organismus, allerdings noch im Tier, darstellen. Sozusagen die Nerven dabei belauschen, wie sie aktiv sind in der Funktion des Tieres. Wir haben dadurch die Möglichkeit, exakt zu untersuchen, welche Funktionsstörungen auftreten, wenn wir die Funktion einzelner Nervenzellen ausschalten. Wir können daraus neue Therapiemöglichkeiten ableiten. Und das hat er uns auch gezeigt, wie das translational tatsächlich auch schon beim Menschen erste Erfolge zeigt.